Herzlich willkommen zu Start Orange Digital, der Sendung rund um die Ausbildung bei Blum. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, wir dürfen euch heute live aus der Lehrwerkstatt in Dornbirn zu den 10 unterschiedlichen Lehrberufen von Blum informieren. Wir, das sind Lisa Alge zu meiner Rechten, unsere Maschinenbautechnikerin im 3. Lehrjahr und meine Wenigkeit Samuel Dürr. Wir haben ein buntes Programm für euch vorbereitet. Mit unterschiedlichen Beiträgen aus unseren Werken, Live-Talks hier im Studio und spannenden Einblicken zur Lehre bei Blum. Außerdem könnt ihr auf Mentimeter unter menti.com mit dem Code 43 28 197 auch ohne Login Fragen stellen, die wir hier im Rahmen der Sendung beantworten werden. Ich wiederhole noch einmal langsam zum Mitschreiben: www.menti.com und dann den Code 43 28 197 eingeben, Enter drücken und schon könnt ihr Fragen stellen. Lisa, du hast es schon angesprochen, bei uns gibt es einen Blick hinter die Kulissen. Fangen wir gleich bei dir mal an. Du bist bei uns seit 3 Jahren in der Lehrlingsausbildung. Warum hast du dich für eine Lehre entschieden? Technik hat mich schon in der Schule interessiert und auch wenn es schwer zu glauben ist, mein Lieblingsfach war Mathematik. Was? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Auf alle Fälle liebe ich die logischen Abläufe und finde sie wirklich faszinierend. Zuerst wollte ich deswegen auf eine höhere Schule gehen. Doch meine Eltern haben gemeint, bevor ich mir Technik wirklich anschaue, soll ich mir doch auch die Berufe dahinter anschauen. Und deswegen bin ich zum Lehrlingsinfotag gekommen. Von da an nahm alles seinen Lauf. Ich war hin und weg von diesen ganzen Lehrlingsprojekten und von der Atmosphäre. Man merkt die Begeisterung auch jetzt noch bei dir, Jahre später. Warum ist das dann genau die Ausbildung zur Maschinenbautechnikerin geworden? Ich war dann 2-mal schnuppern und habe mir so viel wie möglich vor Ort angesehen. Am Schluss war dann noch Kunststofftechnik und Maschinenbautechnik übrig. Da ich mehr die Tüftlerin bin, wurde es dann Maschinenbau. Da habe ich auf mein Bauchgefühl gehört. Okay, ich glaube, bei solchen Entscheidungen ist das Bauchgefühl immer eine gute Hilfe. Und soviel ich weiß, bist du richtig gelegen. Absolut. Gut. So, wir haben ein wenig dich kennengelernt. Ich darf euch zu Hause vor dem Bildschirm noch ein paar Sachen zu Lisa verraten. Sie hat auch schon den Lehrlingsball 2019 im Festspielhaus in Bregenz moderiert, im Stil einer ganz großen Fernsehsendung. Danke, dass du mich hier unterstützt und wetten, dass sie das auch mit Bravour meistert? Ich wäre noch ganz rot. Du bist ja richtig in Plauderlaune. Da wir beiden nicht Thomas Gottschalk sind und nicht überziehen sollten, machen wir jetzt aber lieber weiter. Ist gut. Bei Blum gibt es insgesamt 10 Lehrberufe. Das bedeutet für alle Interessen eine passende Ausbildung. Die ersten Einblicke bekommt ihr jetzt. In deinem Kopf dreht sich alles um Technik. Magst basteln, schrauben, knobeln und kennst manchen Trick? Dann mach eine Lehre bei Blum und zögere nicht. Denn bei uns bist du kein kleines Licht. Keine Nummer und ganz gewöhnlich. Denn wir betreuen dich ganz persönlich. Wenn du magst, dann lass die Funken sprühen. Du bist mehr der Planer, dann lass den Rechner glühen. Du bist eher der Man oder die Woman of Steel, dann bieten wir dir eh ganz viel. Große Maschinen sind dir nicht einerlei. Oder bastelst du lieber am kleinsten Detail? Wofür du dich auch entscheidest, bleibt dir überlassen. Du brauchst ein geschicktes Händchen und einen klaren Kopf. Und ein Herz musst du dir fassen. Dann packst du die Gelegenheit beim Schopf. Läuft bei uns, gemeinsam mit dir. Da hat man gesehen, da wurde viel gebastelt und geschraubt. Das machst du ja auch gerne, Lisa. Was begeistert dich da daran? Zu verstehen, wie die Dinge funktionieren und sie natürlich auch anschließend zu reparieren, das ist wirklich toll. War es für dich auch wichtig, dass Blum so eine lange Tradition in der Ausbildung hat? Wir haben im vergangenen Jahr 50 Jahre strukturierte Ausbildung gefeiert. Die Tradition war nicht ausschlaggebend. Ich habe einfach gemerkt, dass der Umgang mit hier viel Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen besteht, dass alle an einem Strang ziehen und dass es viele Möglichkeiten gibt. Das stimmt absolut. Die vielen Perspektiven ergeben sich unter anderem daraus, dass die Lehrlinge gleich von Anfang an produktiv im Unternehmen mitarbeiten und somit schon früh als angehende Fachkräfte in die Produktion eingebunden sind. Wir haben bei einem der beiden der Geschäftsführer, bei Martin Blum, nachgefragt, welche Bedeutung denn die Lehre im Unternehmen hat. Der Stellenwert der Ausbildung bei Blum wurde von Anfang an ganz stark von Egon Blum geprägt.
Hierbei ging es vor allem um Wertschätzung und Stellenwert von Facharbeitern, sowohl im Unternehmen als auch in der Gesellschaft, was zu der damaligen Zeit trotz Facharbeitermangel nicht alltäglich war. Im Wesentlichen haben sich die Rahmenbedingungen nicht groß verändert. Grundsätzlich haben wir nach wie vor einen Facharbeitermangel in Vorarlberg. Und gut ausgebildete Facharbeiter sind die Grundvoraussetzung, um qualitativ hochwertige Produkte anhand von komplexen technischen Fertigungsprozessen herstellen zu können. Am Anfang steht eine hochwertige Ausbildung innerhalb einer unserer 10 Hightech-Lehrberufen. Nach der Ausbildung stehen den Lehrlingen viele Wege bei Blum offen. Je nach persönlichen Stärken oder Fähigkeiten kann man sich eher in Richtung Fachexpertise entwickeln oder auch Führungsverantwortung übernehmen. Die persönliche Weiterentwicklung wird während der Ausbildung und später auch von den Vorgesetzten grundsätzlich gefördert. Im Endeffekt kommt es aber ganz stark auf die eigene Motivation und den inneren Antrieb an. Diese Eigenverantwortung möchten wir auch den Lehrlingen schon während der Ausbildung als einen wichtigen Grundwert mitgeben. Wir bilden 10 Hightech-Berufe aus mit unterschiedlichen Anforderungen in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Grundlegend ist natürlich ein gewisses Interesse für die Technik und für technische Prozesse. Weiter müssen unsere Lehrlinge eine gewisse Neugier und den Wunsch, Neues zu lernen, mitbringen. Ein weiteres wichtiges Kriterium für uns ist die Fähigkeit, mit anderen zusammenarbeiten zu können. In einem großen Unternehmen müssen so gut wie alle Aufgaben von einem Team erledigt werden. Für uns ist das Miteinander auf Augenhöhe schon während der Ausbildung ganz besonders wichtig. Martin hat das Entwicklungspotenzial oder die Entwicklungsmöglichkeiten, die unterschiedlichen, schon angesprochen. Lisa, du hast zwar noch ein bisschen Zeit, aber weißt du schon, in welche Richtung du gehen möchtest? Ich habe das Gefühl, das werde ich jetzt hier im dritten Lehrjahr herausfinden. Um genau sagen zu können, welche Abteilung und welche Aufgabe ich mir vorstellen könnte, ist es noch zu früh. Wir wollen dich auch nicht festnageln oder irgendwie stressen. Überhaupt kein Problem. Außerdem macht mir das mit dir natürlich auch Spaß. Wir haben dich auch gern mit dabei. Mal schauen, was sich in Zukunft daraus ergibt. Wer weiß. Wie schon erwähnt, gibt es bei Blum für jeden Einzelnen viel Entwicklungspotenzial in die unterschiedlichen Richtungen. Einer, der das genau weiß, ist unser Ausbildungsleiter Dieter Hämmerle. Samuel, wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt in die Lehrwerkstatt hinter uns und besuche ihn mal. Ja, ich weiß, dass er da ist. Schau mal, ob du ihn gleich findest. Ich bin gespannt. Quetsch Dieter ein bisschen aus. So, wir sind jetzt in der Lehrausbildung in Darabera. Wir dürfen dieser Lehrling jetzt mal ganz kurz über die Schulter schauen. Alles gut? Ja. Läuft alles? Super. Dann kommen wir gleich wieder zu unserem Interviewpartner. Wir haben für uns jetzt den Dieter Hämmerle, der Ausbildungsleiter. Wir dürfen ihm jetzt ein paar spannende Fragen stellen. Hallo Dieter. Servus Lisa. Ich habe gehört, du bist jetzt seit über 46 Jahren in einem Unternehmen. Wie bist du zum Blumen überhaupt gekommen? Schon eine lange Zeit her, oder? Das glaube ich. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Ich habe so mich auf eine Firma fixiert und dann hat man abgesehen. Ja? Und zur Schule habe ich gewusst, okay, also weitergegangen ist hier nicht in die Schule. Und das geometrische Sein hat mich irrsinnig interessiert. Aber natürlich auch keine Alternativen gehabt. Zum Glück hat mich die Mama ein bisschen gedrängt, weil ich auch schon zu spät da gewesen bin. Und die hat mir dann echt zum Blumen geschlopft. Ja? Ich habe mich zum Eignungstest, hat damals schon einen Eignungstest gegeben, mit der Nahe da. Und dort habe ich echt das Glück gehabt und Chance übergekommen am 2. September 1974. Zum Anfang damals hat es eine Doppellehre gegeben, so technisches Zeichnen mit Werkzeugbautechnik hat es damals gehabt. Und so bin ich zum Blumen gekommen. Dann dürfen wir deiner Mama mal ein ganz großes Danke sagen. Was zeichnet für die Lehre beim Blum eigentlich aus? Ja, also was beim Blum klar ist, das ist auch für Geschäftsleitung groß geschrieben, Lehrlingsausbildung ist ihnen wichtig. Ja? Und darum haben wir auch gute Bedingungen. Also gerade allein das Verhältnis Ausbildner mit der Lehrling, wir nähern ein größeres Team als 1:6. Also ohne Ausbildner oder Ausbilderin haben maximal sechs Lehrlinge. Drittes, viertes Lehrer ist das dann meistens sogar 1:1. Und das ist sicher eine Riesenstärke. Denn natürlich inzwischen haben wir eine Größenordnung da in Vorarlberg und 8 Werke, über 6.000 Mitarbeiter. Mhm. Also wenn böser Lehrling was lernen will, dann hat er extreme Möglichkeiten über die ganzen Werke. Und somit können wir auch gute Perspektiven bieten mit einem modernen Maschinenpark. Das kann ich nur bestätigen. Also die Ausbildung ist immer da. Das hoffe ich. Was bedeutet ganzheitliche Ausbildung? Genau. Gut, ich kann dir sagen, wie es Blum als ganzheitlich sieht. Also wir probieren einfach neben der fachlichen Ausbildung
probieren wir auch ein kleines Persönliche zum Schulen und auch das Soziale. Was gehört zum Soziale? Wieder miteinander zusammenarbeiten, Teamarbeit und das Ganze. Dort haben wir so das Timeout, früher das Lehrlingssport geheißen, wo man immer probiert, neben dem Fachle auch das andere ein bisschen zu stärken, weil einfach heutzutage klar ist, müssen die Lehrlinge miteinander zusammenarbeiten. Ohne dem geht das nicht mehr und dort können wir einiges bieten, ob das Workshop oder Exkursionen sind. Da gibt es einiges an Abwechslung, da hast du ja, glaube ich, auch schon einiges miterlebt. Auf jeden Fall. Also ich habe mit meinen Lehrlingskollegen schon viel tolle Sachen erlebt. Ja, Lisa, alles dürfen wir nicht erzählen, weil wir wissen ja, dass viel kommt. Natürlich. Zum Tag drauf in die Tür, dass sie sich anmelden und da das online anschauen. Also ich glaube, wir haben eh genug erzählt. Ja, kann dich es gerne anschauen. Ja, ich glaube, dann erfahren wir noch vieles mehr im Detail. Das klingt gut. Mit deinen Worten bedanke ich mich auf jeden Fall herzlich fürs Interview. Und das war's auch schon für uns. Wir gehen wieder zurück ins Studio. Vielen lieben Dank, Lisa. Während du dich auf den Weg zurück ins Studio machst, darf ich euch noch ein paar Fakten zur Lehre bei Blum mitgeben. Insgesamt bilden wir 406 Lehrlinge weltweit aus. Davon sind 378 mit Abstand der größte Teil im Ländle hier. Aber auch in den USA und Polen werden Jugendliche nach dem österreichischen Vorbild zu Fachkräften ausgebildet. Im letzten Jahr haben 94 Lehrlinge ihre Ausbildung in Vorarlberg begonnen. 25% davon sind weiblich und da sehe ich meine weibliche Verstärkung auch schon wieder. Lisa, schön, dass du wieder da bist. Danke. Wir sind hier in Dornbirn. Du selbst arbeitest im Werk 2 in Höchst. Wo sind denn Lehrlinge überall bei Blum untergebracht? In allen 8 Werken. Das heißt in Bregenz, Dornbirn, Geisau, Fußach und natürlich in Höchst. Das hat auch einen einfachen Grund. Wir lernen im produktiven Umfeld, um am Stand der Technik bestmöglich ausgebildet zu werden. Größere Ausbildungsbereiche haben wir hier in Dornbirn und im Werk 3 in Höchst. Und genau dort haben wir eine Mini-Drohne auf den Weg geschickt, um ein paar Impressionen aus der Ausbildung zu sammeln. Viel Spaß damit! Wow, das waren coole Bilder aus unserer Lehrwerkstatt. Eine ganz neue Perspektive. Im letzten Jahr steht ein Abschlussprojekt auf dem Lehrplan. Samuel, soviel ich weiß, hast du dir ein spannendes angesehen. Das stimmt absolut. Lisa, musst du dir vorstellen, ich wurde in eine Turnhalle bestellt. Da war nichts los. Irgend so ein grimmig dreinblickender Typ hat Basketball gespielt. Und bei mir ist schon das Kopfkino losgegangen. Ich dachte mir schon, ich bin im falschen Film. Gott, zum Glück haben sie mich nicht geschickt. Ja, am Ende war es dann halb so schlimm, aber seht selbst. Volkan. Hi Samuel. Warum treffen wir uns da in der Turnhalle? Du hast doch bestimmt von unseren coolen Lehrlingsprojekten gehört. Da habe ich schon einiges gehört. Hier habe ich eins für dich. Komm mal mit. Spannend, ich sehe schon ein bisschen Steuerungstechnik hier hinten. Hinten ist die Steuerung. Ah, und ein Basketballkorb. Deswegen die Turnhalle. Deswegen auch der Ball. Was sagst du zu meinem Outfit? Passt das? Mein Outfit könnte ein bisschen besser werden. Ein bisschen besser? Dann probieren wir es mal. Besser? Das schaut spitze aus. Volkan, ich glaube, das kenne ich. Das kommt aus Spielhallen, oder? Genau, wie in unserem Fall im Cineplex. Ah, in Hohenems, okay. So wie das aussieht, kann der Korb sich bewegen, oder? Genau.
Der Korb kann in drei verschiedenen Spielmodis eingestellt werden. Hier siehst du es, langsam, schnell und das Korb sich gar nicht bewegt. Okay, was waren denn noch die weiteren Herausforderungen? Wir wollten einen Basketballkorb machen, wo wir auch überall hin mitnehmen können. Okay. In diesem Fall haben wir es so geschafft, dass wir die Steuerung separat haben und die zwei Flügel da hinunter klappen können. Okay, das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit, Volkan. Wie haben die Lehrlinge das umgesetzt? Wir haben in der Schule 500 Stunden bekommen, jedoch haben die Lehrlinge auch in ihrer Freizeit 200 Stunden investieren müssen. Okay, und welche Lehrlinge war das? Ist das ein Abschlussprojekt? Oder? Das ist ein Abschlussprojekt der Maschinenbautechniker, im vierten Lehr. Okay, wie viele haben da dran gearbeitet? 4 Maschinenbautechniker. Jawohl, klingt spannend. Ich wäre schon heiß auf ein paar Körbe werfen. Ja. Warum stellst du mir eigentlich das Projekt vor? Da ich der Rekordinhaber von diesem Projekt bin. Ah! Deshalb sollten wir auch mit dir eine Runde spielen. Okay, ich dachte mir schon, irgendwo ist noch ein Haken. Was ist meine Aufgabe? Deine Aufgabe ist es, in 60 Sekunden so viele Körbe wie möglich zu treffen. Und dann auch noch dich schlagen, eigentlich. So ist es. Oh Gott, das wird ein langer Tag. Volkan, als amtierender Rekordhalter lasse ich dir den Vortritt. Sollen wir mal langsam anfangen? Langsam ist okay, glaube ich. Alles klar. Und jetzt geht in 3 Sekunden los. Macht er am Schluss noch 2 Treffer. Gratuliere, Volkan. Dankeschön. Stark. Jetzt bist du dran. Ich habe mir das schon angeschaut. Langsam angefangen und danach war Volkan im Beast-Mode, hat alles getroffen. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt auch. So, mal einschalten. Kinder leicht. Anfangen in 3, 2, 1. Los geht's. Feier. Das Gemeine ist, der bleibt irgendwann mal stehen und dann denkst du, jetzt versenke ich ihn und dann fahrt er auf die Seite. Das ist so, dass wir die Luft verschieden in den Ventilen gedrosselt haben. Deshalb ist die Dauer langsamer, bis der Zylinder die volle Ladung hat und wieder zurückfahren kann. Okay, alles klar. Also die Technik hat mich da reingelegt. Ich möchte dich noch mal sehen. Ich möchte mir noch ein paar Tipps und Tricks von dir abschauen. Bitte. Alles klar. Was habe ich jetzt gehabt? Jetzt waren es 16 Stück, ob ich das schaffe. Volkan, ich hoffe, du drückst mir die Daumen. Wobei, ich glaube nicht. Und los geht's. Gib doch das, die letzten Sekunden. 12 Stück, Volkan, du hast wieder gewonnen. Gratuliere, du hast wieder mal gezeigt, dass du der absolute Hero am Basketballkorb bist. Ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Was, du gibst auf, Samuel? Ja, ist normal nicht meine Art, aber ich kann nicht mehr. Ich gebe auf. Wir Lehrlinge geben normalerweise nicht auf. Ja, meine Lehrzeit ist ja schon lang her. Weißt du was, Samuel? Diesmal lass dich Gnade auf. Gehen wir zurück ins Studium. So ist es. Danke, Samuel. Das war voller Körpereinsatz. Wir machen hier in der Zwischenzeit weiter. Bei uns ist jetzt Sabrina Geißler. Du bist Ausbildnerin in der Grundausbildung Metall und für die Lehrlinge verantwortlich. Warum arbeitest du so gerne mit Jugendlichen zusammen? Hi Lisa. Also ich arbeite sehr gerne mit den Jugendlichen zusammen, weil ich finde, dass wer mit Jungen zusammen schafft, der bleibt selber jung. Und außerdem ist es einfach mega spannend, um sie auf einer seinem Werk zu begleiten und ein Teil davon zu sein. Arbeitest du im Büro oder in der Werkstatt? Oder ist es eine Mischung aus beidem? Ich arbeite in der Werkstatt. Ich habe zusätzlich allerdings andere Aufgaben in der Organisation. Ich darf beispielsweise auch den Lehrlingsinfotag oder wie das Digital-Event heute, solche Sachen darf ich planen. Ist dir die Abwechslung wichtig? Die ist mir mega wichtig. Wobei ich sagen möchte, ich könnte nie nur am Computer hocken. Ich bin echt wahnsinnig gerne in der Werkstatt. Wir Frauen in der Technik müssen hier manchmal mit Vorurteilen kämpfen. Ich habe bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Wie ist das bei dir? Also in den 15 Jahren, in denen ich in der Technik arbeite, habe ich schon die eine oder andere Person kennengelernt, die Vorteile gehabt hat.
Allerdings habe ich immer gefunden, das ist eine Herausforderung. Und zwar zum sehr zum Überzeugen, dass es ganz anders ist. Und das habe ich bis jetzt mal immer geschafft. Das ist ein tolles Motto. Was ist für dich das Faszinierende in der Technik? Das ist eine gute Frage. Ich liebe Technik einfach, weil es mega abwechslungsreich ist. Man erlebt jeden Tag neue Sachen. Man hat nie ausgelernt. Es ist super spannend und es gibt einfach unzählige Bereiche. Und Tüftler, wenn man das gern tut, so wie du, dann ist mir das sicher richtig. Und wenn irgendwas Schweres anfällt, haben wir sicher Hebehilfen oder eine helfende Hand, oder? Ja, natürlich mit einem Hallerkrän oder auch verschiedene Hubtische, wo man Sachen aufheben kann. Also wir haben da jede Menge Sachen. Also schwer lupfen muss man nicht da. Ich wäre manchmal froh, dass ich auch daheim sowas hätte. Oder hättest du alleine nicht einen Kasten daheim umeinander lupfen? Da holst du ja auch jemanden dazu. Und das machen wir in der Firma auch. Da fragt mir jemanden aus dem Team und dann kann man das zusammen stemmen. Das ist super. Wie ist eigentlich der Frauenanteil in der Ausbildung? Also wir haben bei uns in der Ausbildung 25% Mordler in der Lehrlingsausbildung und wir haben noch 15 Ausbilderinnen mittlerweile. Es werden immer mehr. Immer mehr. Ich komme hier ja auch mal dazu. Hoffentlich. Was hättest du für einen Rat an junge Menschen, die vor der Entscheidung einer Berufsausbildung stehen? Also, ich kann euch raten, probiert euch einfach aus. Es ist mega wichtig, verschiedene Sachen zum Testen und vielleicht auch mal was zum Versuchen, was ihr nicht so auf dem Radar habt. Vielen lieben Dank für deine Information, Sabrina. Bitte gern. Und ich höre gerade, Samuel hat den Weg von der Turnhalle ins Werk 3 gefunden. Schauen wir mal, was er Spannendes entdeckt hat. Bei Blum haben Lehrlinge je nach Ausbildung mit unterschiedlichsten Materialien zu tun. Für die Produkte werden aber hauptsächlich Kunststoffe und Stahl verarbeitet. Die Materialanalyse ist ein wichtiger Bereich, in dem natürlich auch Auszubildende mitarbeiten. Ich habe etwas ausgemacht im Labor. Schauen wir mal, ob die Jacinta da ist. Die kann uns ein wenig mehr erzählen. Hallo, Jacinta. Hey, Samuel. Hi, schön, grüß dich. Dass du da bist. Hallo. Schön, dass du schon parat bist. Ja, bei uns im Labor steht nämlich die Sicherheit an erster Stelle. Okay. Das heißt, bitte auch den Mantel anlegen. Sehr gern. Dankeschön. So. Normalerweise mache ich das immer umgekehrt. Ich helfe den Damen in den Mantel, aber ich nehme das gern. Danke. Jacinta, du bist Lehrling im zweiten Lehrjahr und machst die Ausbildung zur Werkstofftechnikerin. Was machst du denn den ganzen Tag? Also bei uns ist kein Tag gleich, das kann man so genau nicht sagen. Aber hauptsächlich beschäftigen wir uns mit chemischen und physikalischen Mess- und Prüfverfahren rund um den Werkstoff Stahl. Aber ebenso führen wir verschiedene Wärmebehandlungen am Stahl durch. Aber das zeige ich dir dann später. Okay, und was hast du jetzt vorbereitet? Für jetzt machen wir mal eine Zugprüfung und am besten du kommst gleich mit. Okay, hier mal eine große Maschine angeschlossen an einen Computer. Was machen wir jetzt genau, Jacinta? Hier an unserer Zugprüfmaschine überprüfen wir jetzt die mechanischen Eigenschaften von unserem Stahl, wie zum Beispiel die Festigkeit oder die Dehnung. Hier ist unsere genormte Probe. Okay. Ja, scheint fest zu sein. Die habe ich für uns schon mal eingespannt. Das heißt, wir können eigentlich gleich loslegen. Und jetzt beginnt unsere Zugprüfmaschine, unsere Probe einachsig auseinanderzuziehen. Das heißt, sie zieht nach oben weg. Genau. Und dabei messen wir auch unsere Kraft. Derzeit sind wir bei knapp 3000 Newton. Das ist also die Kraft, die die Zugprüfmaschine benötigt, um unsere Probe auseinanderzuziehen. Jetzt die Kurve verändert sich schon. Was heißt das? Hier messen wir, wie viel sich die Probe dehnt und was für eine Spannung dabei wirkt. Okay, jetzt hat es geknackt und der Stahl ist hier gebrochen. Was bedeutet das für uns jetzt hinterher? Wir können jetzt an unserem Programm eben auch ablesen, verschiedenste Werte, wie zum Beispiel die Festigkeit steht bei 300 Megapascal und die Dehnung bei 41,4%. Das heißt, von unserem Ursprung hat sich die Probe um 41,4% gedehnt. Jacinta, was bedeutet das? Ist mit unserem Stahl alles in Ordnung? Ja, mit unserem Stahl ist auf jeden Fall alles in Ordnung. Im Vergleich dazu wäre Glas bei einem Wert von 7 bis 8 Megapascal und ein menschliches Haar bei 200 Megapascal gebrochen. Und was ist mit Kunststoff? Kunststoff ist ein gutes Stichwort. Komm, wir gehen ein paar Schritte. Okay. Jacinta, jetzt sind wir hier im Kunststoffbereich des Labors. Wie sieht es denn mit der Streckgrenze bei Kunststoff aus? Da wir bei Blum ca. 130 unterschiedliche Kunststoffe mit verschiedenen Eigenschaften verarbeiten, kann man das so genau nicht sagen. Okay. Ich habe hier schon ein paar Granulate vorbereitet. Jawohl. Wo wir den Unterschied auch ganz gut sehen können. Bei dem Orangen hier, das ist ganz hart.
Okay, ja. Und im Vergleich dazu, bei diesem weißen, das ist ganz weich, das kannst du sogar mit den Fingern zusammendrücken. Aha, sehr unterschiedliche Kunststoffe. Es ist normalerweise nicht dein Spezialgebiet, Kunststoffe, aber du hast trotzdem dir ein bisschen mit Hilfe einen Versuch für uns vorbereitet. Was machen wir genau? Genau, ja. Also als Kunststofftechniker ist es auch ganz wichtig, dass man sich natürlich neben dem Werkstoff gut mit Chemie auskennt, beziehungsweise dass sich die Lehrlinge auch dafür interessieren. Ich habe hier ein kleines Experiment für uns vorbereitet. Zum einen habe ich hier Methylen, Diphenylisocyanat und Polypropylenglykol. Diese zwei Komponenten mischen wir jetzt zusammen. Wahnsinn, von diesen Komponenten kann ich nie mal den Namen aussprechen. Sieht gut aus. Jetzt berühren wir das ein bisschen. Okay. Da sollte man wahrscheinlich keinen Schluck nehmen, oder? Oh nein, das wäre nicht so gut. Siehst du, kann man gut sehen, dass es anfängt zu reagieren. Und durch diese Schaumentstehung vergrößert sich natürlich auch die Masse. Ui! Und wofür brauchen wir genau diese Reaktion bei Blumen? Also genau diese Reaktion benötigen wir eigentlich gar nicht, aber ähnliche haben wir zum Beispiel hier, wenn wir Bauteile kalt einbetten. Okay, das ist, glaube ich, der Tip-On-Stift. Der ist hier in auch so einen Kunststoff eingegossen. Da sieht man die einzelnen Bauteile. Verraten wir aber nicht. Okay, hier haben wir einen Schaum. Der ist schon fest, aber noch warm. Also es hat reagiert. Genau, ja. Und diese Reaktion haben wir auch hier ganz genau für dich aufgezeichnet. Alles klar? Keine Ahnung, ich verstehe nur Bahnhof. Dabei handelt es sich um eine Polyaddition und es entsteht ein Polyurethan. Okay. Dieses Material kennst du bestimmt zum Beispiel von einem ganz gewöhnlichen Haushaltsschrank. Ah, zum Abwaschen. Ja, genau. Okay, da kenne ich mich aus mit Abwaschen. So, Samuel, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einen kurzen Abstecher in unsere Härterei zu unseren Backen. Ui, das klingt spannend. Auf geht's. Jetzt hinter wir sind in der Härterei. Du hast schon den Ofen vorgeheizt. Auf wie viel Grad denn? Je nach Material härten wir unsere Teile bei 820 bis 1180 Grad. Hier habe ich den Ofen jetzt auf 950 Grad vorgeheizt. Und was passiert jetzt alles da drin, außer dass es anfängt zu glühen und heiß wird? Die Teile sind hier bei ihrer Härtetemperatur und anschließend kühlen wir sie ab in Wasser, Öl oder auch bewegten Gasen. Okay. Dadurch entsteht auch ein Härteprozess im Werkstoff, wodurch die Bauteile härter und langlebiger werden und dadurch auch eine erhöhte Verschleißfestigkeit haben. Damit wir das glühende Stahl auch gut sehen können, glaube ich, müssen wir was an der Lichtsituation ändern. Ich probiere mal, ob das hier funktioniert. Wow! Total heiß. So sehen 950 Grad aus. Ja. Oh, geht die schwer. So, wir gehen darüber. Einmal hier. Wow, das war ja spektakulär. Holen wir es auch wieder mal raus. Es raucht noch ein wenig. War das jetzt wieder nur zum Spaß? Nein, das gehört wirklich zu unseren täglichen Aufgaben. Nur für gewöhnlich findet der Härteprozess in unseren Vakuumöfen statt. Alles klar. Vielen Dank, Herr Zinter. Ich habe sehr viel gelernt und es war wirklich spannend. Ich würde sagen, wir gehen zurück ins Studio. Samuel, schön, dass du wieder da bist. Du hast ja einen wirklich abwechslungsreichen Tag hinter dir. Absolut, es war sehr, sehr spannend. Aus Sicherheitsgründen haben wir, wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, das Basketballduell und die Versuche aufgezeichnet. Aber ich muss ehrlich sagen, Lisa, meine Schulter, die spüre ich schon. Auch Volkan hat mich ordentlich gefordert. Es war aber wirklich sehr beeindruckend, was Lehrlinge bei uns alles leisten. Das fasse ich jetzt stellvertretend für alle einfach mal als Kompliment auf und sage Danke. Ich finde es entscheidend, den passenden Beruf, Lehrberuf zu finden. Deswegen haben wir ein kleines Video für euch vorbereitet. Du interessierst dich für Technik? Blum bietet dir eine hochqualifizierte Ausbildung in spannenden Hightech-Berufen an. Wir wollen dich bei deiner Berufsorientierung unterstützen. Nun, wie kannst du hier loslegen? Melde dich einfach auf unserer Webseite zu den berufspraktischen Tagen an. Dann geht's schon richtig los. Komm zum Schnuppern vorbei. 1 bis 2 Tage, je nach Beruf. Bring uns bitte auch dein letztes Schulzeugnis mit zum Schnuppern. An konkreten Aufgaben probierst du aus, was dich in den einzelnen Lehrberufen bei Blum erwartet.
Dabei schauen wir gemeinsam, was dir gefällt und wo deine Talente und Stärken liegen. Hier lernen wir uns dann auch persönlich kennen. Im nächsten Schritt der Technikland-Kompetenztest. Dies ist ein gemeinsamer Test von zahlreichen Industriebetrieben aus Vorarlberg. Wenn du ihn schon bei einem anderen Betrieb oder in der Schule gemacht hast, musst du dies natürlich nicht noch einmal machen. Hier musst du dir keine Sorgen machen. Am PC beantwortest du Fragen zu Logik, Kombination und zu den Grundrechenarten. Zu guter Letzt möchten wir die geeignetsten Kandidatinnen und Kandidaten noch besser kennenlernen, beziehungsweise du hast dann nochmals die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die für deine Entscheidung wichtig sind. So können wir uns ein Gesamtbild voneinander machen. Wir rufen alle, die eine Lehrstelle bei uns erhalten, am Technikland-Zusagetag an. Also, wir freuen uns, von dir zu hören. Geh einfach auf lehre-bei-blum.at. Bis bald. Bis bald. So oder so ähnlich kann der Weg zu Blum aussehen. Wir haben hier Verstärkung bekommen im Studio. Eileen ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo Eileen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie mein Lehrstart vor ein paar Jahren war. Wie war er bei dir? Bei mir war es so, ich habe mich spontan beworben, habe mir gedacht, ich probiere es. Und es ist auch sehr gut gelungen. Das war für mich einfach Liebe auf den ersten Blick, als ich im Lehrwerk gestanden war. Und die ganze Sache über den Schnuppertag, wie du auch erwähnt hast, genau detailliert anschauen dürfen, das war einfach faszinierend. Du hast uns auch schon vorab erzählt, dass es ein Traum war, von dir in der Technik zu arbeiten. Warum das? Genau, das war mein Kindheitstraum. Und ich habe mir gedacht, das muss ich mir erfüllen, bevor es zu spät wird. Und das ist mir auch gelungen. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe. Du bist schon 25 Jahre alt, also nicht falsch verstehen, du bist immer noch jung. Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast vorher auch schon Berufserfahrung gesammelt. Und was macht das Arbeiten bei Blum aus deiner Sicht so besonders? Ich finde, die Atmosphäre ist ganz wichtig. Das Unternehmen ist wie eine Familie. Die ganzen Mitarbeiter, die Chefitäten, ich finde, das macht Blum das, was die anderen Firmen halt nicht haben. Das macht es genau das Besondere. Genau. Okay. Was war bisher dein Highlight in der Lehrausbildung? Trip nach Barcelona. Das war unsere Belohnung im Ende vom dritten Lehrjahr, dass wir uns so gut angestrengt haben und Sachen geleistet haben. Und das habe ich super gefunden. Wow, Barcelona, was habt ihr denn da gemacht? Wir haben aber Barcelona-Tour gemacht, wir haben uns in kleine Gruppe aufgeteilt, dann haben wir die Sehenswürdigkeiten angeschaut, das war einfach traumhaft. Das glaube ich gern. Das klingt super. Wie ist der aktuelle Stand bei den Schulprojekten? Also bei uns läuft es momentan nach Plan und am 4. Februar haben wir unsere Präsentation und ich hoffe, das klappert dann. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Was muss man in deiner Meinung nach mitbringen als Lehrling, um bei Blum anfangen zu können? Also als erstens finde ich das Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und das Wichtigste für mich ist jede Menge Interesse. Weil ohne Interesse kommt man gar nicht weit und bei Blum vor allem, da wird man überall unterstützt, wenn man über die Interesse zeigt. Und die drei Punkte finde ich die wichtigsten bei der Firma. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank für deine Ausführungen, Eileen. Und danke. Natürlich viel Glück bei der Lehrabschlussprüfung. Danke vielmals. Wunderbar. Bei uns geht's Schlag auf Schlag. Eileen ist auf dem Weg aus dem Bild und der Nächste ist schon unterwegs zu uns. Es ist ein reges Kommen und Gehen, meine Damen und Herren. Natürlich alles unter der Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln. Stefan, du bist bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung angekommen und im Anschluss gibt es noch die sogenannten Breakout Rooms, in denen ihr euch noch genauer über die einzelnen Lehrberufe direkt bei den entsprechenden Ausbilderinnen und Ausbildern informieren könnt. Stellvertretend ist jetzt Stefan hier. Du bist Ausbilder im Bereich der Zerspanung, nachher auch, glaube ich, in einem Breakout-Room und bereits seit 6 Jahren mit dabei. Was ist dir wichtig im Umgang mit den Lehrlingen? Also im Umgang mit den Lehrlingen ist mir extrem wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht. Durch unsere Größe auch in der Ausbildung haben wir natürlich die unterschiedlichsten Altersgruppen, also ob der Lehrling jetzt 16 ist oder ob der 30 ist, mitunter schon verheiratet ist oder Kinder hat. Ich muss sagen, das läuft echt alles mit Respekt ab und ist wirklich super. Und das ist mir extrem wichtig. Eine hohe Kommunikation miteinander, also viel miteinander reden. Wurscht, um was es geht, ob das beruflich ist, privat ist. Einfach, dass man sich gut versteht, also gute Basis miteinander schafft. Dass man den Lehrling natürlich auch lobt, wenn er was gut gemacht hat. Oder halt auch, wenn einmal was schief geht, was in die Hose geht, dass man jeden Tag wieder aufs Neue motiviert. Das sind mir wichtige Punkte.
Das klingt gut. Ich war ja selber bei dir in der Ausbildung und habe mitbekommen, wie dich dein Job begeistert. Was gefällt dir daran so sehr? Ja, also wenn ich es kurz und knackig sagen darf, für mich ist Ausbilder zum See und das auch noch im Bereich Zerspannungstechnik nicht nur ein Job, für mich ist es eine Berufung, für mich ist es wirklich Leidenschaft. Mit Jungen zum Zusammenarbeiten, jung und alt, wie gesagt. Und auch selber an der Maschine zum Schaffen, das motiviert und inspiriert mich jeden Tag wieder aufs Neue. Mich hat vor allem die Genauigkeit in diesem Bereich beeindruckt. Das Metall wird hier auf Hundertstel genau bearbeitet. Das exakte Arbeiten ist ja auch die Basis. Das beginnt schon in der Grundausbildung. Was heißt das, Grundausbildung bei Blum? Also Grundausbildung läuft bei uns so ab, dass die Lehrlinge eigentlich nicht nur Übungsteile fertigen am Anfang, sondern wirklich von Anfang an produktiv mitschaffen. Das bedeutet, die fertigen gleich die ganzen Bauteile, Ersatzteile und Vorrichtungen für unsere Werkzeuge, für unsere Maschinen, wo im Anschluss natürlich unsere Beschläge herstellen. Und ja, wenn man genaues und exaktes Arbeiten ein bisschen genauer definiert, kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt ein menschliches Haar hernimmt und das 5 bis 10 Mal auseinanderschneidet, so genau schaffen unsere Lehrlinge. Beeindruckend, wow! Ich bin schon in der Spezialisierungsphase, weiß aber noch nicht genau, wie es weitergeht. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Ja, natürlich, Lisa, für die immer. Wichtig ist für die neugierig bleiben, Perspektiven abchecken und mach genauso weiter wie bisher, weil du bist so eine neugierige Person und glaube auf jeden Fall, dass du dein Werk machst, definitiv. Moment, ich muss jetzt da kurz dazwischen grätschen, Stefan. Die private Zukunftsberatung von Lisa, die verschieben wir nach die Sendung, denn wir haben viele Fragen bekommen auf Mentimeter und wir wollen jetzt da stellvertretend ein paar beantworten. Ihr könnt beide gern aussuchen, wer antworten will. Die erste Frage lautet: Ich kann mich nicht entscheiden, welcher der 10 Lehrberufe für mich der richtige ist. Was habt ihr für einen Ratschlag? Ja, also am besten rate ich euch nach der Sendung in die Chatrooms zum gehen und dort werden euch die ganze Ausbildung und Ausbildungsmeister und auch die Lehrling natürlich genauer dort informieren. Auf unserer Webseite lehrebeiblum.at findet ihr noch genauere Infos zu unseren Hightech-Berufen und natürlich auch auf YouTube die passenden Videoclips. Wir haben schon viel gehört. 10 Lehrberufe gibt es bei Blum. Was sind sie denn? Zählen wir sie mal auf. Ich glaube, die bringen Schaffen wir her. Schaffen wir das. Also das wäre zum einen der Lehrberuf Zerspannungstechnik, Maschinenbautechnik, Werkzeugbautechnik, Konstruktionstechnik, Kunststofftechnik, Elektrotechnik, Prozesstechnik, Werkstofftechnik, Mechatronik und seit neuestem der Fertigungsmesstechniker. Ich glaube, das war allen. Alle 10 auf einen Anhieb. Super. Kann man schnuppern kommen? Und wenn ja, wenn man schnuppern kommen kann, was soll man da mitbringen? Also schnuppern ist bei uns an oberster Stelle, dass wir natürlich auch unsere Fachkräfte für morgen kriegen. Schnuppern hat gestartet am 11. Jänner, geht noch bis Mitte März. Und ich sage jetzt mal, schnuppern ist für uns eines der ausschlaggebendsten Punkte. Und falls ihr das machen, und das hoffe ich für euch, denn Interesse zeigen und nochmal Interesse zeigen. Ich habe da eine Frage, die kann so ich beantworten. Darf ich? Natürlich. Wunderbar. Wie lange dauert denn die Lehrzeit? Das ist je nach Lehrberuf unterschiedlich zwischen 3,5 und 4 Jahre. Richtig? Also wir haben 2 Lehrberufe, die gehen 3,5. Das wäre einmal der Werkstofftechniker und der Prozesstechniker. Und wie der Samuel richtig gesagt hat, alle anderen gehen 4 Lehre. Dann ist eine Frage, arbeitet ihr zusammen mit den Lehrlingen oder arbeiten sie alleine? Also wir arbeiten definitiv zusammen. Also das ist wirklich ein Kollektiv bei uns. Und das heißt nicht, dass wir den Lehrling in einer Maschine anstellen, sondern wir zeigen sie einer vor, sie machen es nach und man schafft tagtäglich gemeinsam. Und ich glaube auch, die Betreuung ist relativ in kleinen Gruppen, oder? Das ist richtig, ja. Dann haben wir noch die Frage, nehmt ihr heuer Lehrlinge auf? Ja, definitiv. Natürlich. Also, auch wenn es vergangene Jahr sehr spannend und teilweise auch problematisch war und wie heißt es so schön, neues Jahr, neues Glück, suchen wir trotz alledem Lehrling und Fachkräfte für morgen und wir werden so im Schnitt zwischen 85 bis 100 Lehrlinge wieder einstellen höher. Das klingt doch super. Dann die nächste Frage, unsere Community will wissen, wie wichtig sind denn die Schulnoten, Stefan? Also Schulnoten sind definitiv wichtig. Dadurch, dass wir ja die duale Ausbildung haben, sind sie jetzt wichtig, was da aktuell machen, ob da im Poli sind, ob da in der Hasch sind oder in einer weiteren Schule oder sonst irgendwas. Und natürlich auch bei uns in der Berufsschule, weil die Lehrlinge profitieren bei uns auch davon. Die kriegen eine Schulprämie, wenn sie eine gute Leistung bringen und
Also mich täte es auf jeden Fall motivieren. Gute Schulnoten zahlen sich also aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Lisa, wie schaut es mit deinen Noten aus? Also, wir wollen heute ja über andere sprechen und über die Lehre an sich. Also. Ich wäre jetzt da schon neugierig gewesen, aber gut, wir wollen dich jetzt nicht hier auf den Zahn fühlen. Ich kann nur versichern, falls es Unterstützung benötigt, kriegen wir welche aus der Firma. Wunderbar. Eine spannende Frage, gibt es auch Möglichkeiten zu einem Auslandsaufenthalt während der Lehre? Definitiv. Also unsere Lehrlinge werden natürlich auch belohnt für ihre Leistungen. Bedeutet nicht nur die schulischen, wie wir vorher schon angesprochen haben, sondern auch die betrieblichen. Da haben sie die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt oder einen Austausch zu Blum Polen und sogar in Blum USA. Und zum unter anderem natürlich die ganzen Sprachkenntnisse, Englisch unter anderem, zum Weiterentwickler, neue Leute kennenlernen, neues Arbeitsklima. Ja, also das ist schon eine coole Sache. Auf alle Fälle. Lisa, das ist eine Frage, die geht, glaube ich, an dich. Man würde gerne wissen, gibt es auch Exkursionen und Ausflüge? Hast du da schon viel erlebt? Eine Menge. Im ersten Lehrjahr starten alle im EBNET zum Teambuilding-Workshop und um das Team besser kennenzulernen. Außer Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung. Ich hoffe, das ist jetzt dann endlich erledigt. Aber auch da finden wir Alternativen. Im zweiten Jahr gibt es eine Überraschung. Das wird natürlich hier nicht verraten. Und im dritten und vierten Jahr sind weiter Teambuilding-Wochenende und Betriebsbesichtigungen auf dem Plan. Das ist ja wunderbar, da kommt man richtig in der Weltgeschichte herum. Ich glaube, du hast noch eine Frage an den Stefan. Genau, ich habe noch eine kurze Frage. Was erwartet alle Interessierten in den Breakout-Rooms? Also, wie vorher schon kurz erwähnt, in den Breakout-Rooms werden euch die Ausbilder, Ausbildungsmeister und O-Lehrling alle fachspezifischen Fragen, ob das über die Berufsschule ist, ob das über den Lehrberuf selber, Einstiegsgehalt nach der Lehre, duale Ausbildung als oder unter anderem auch die duale Akademie wird euch dort beantwortet. Das super, das war's mit dir. Danke, Stefan. Wir sind auch schon gerne, danke auch. Fast am Ende der Sendung angekommen. Lisa, auch vielen Dank für deine Unterstützung. Danke, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank auch für die spannenden Insights. Euch daheim sagen wir auch danke und hoffentlich sind nun alle Fragen zur Lehre geklärt. Infos zum Schnuppern findet ihr auf unserer Website unter www.lehrebeiblum.at. Dort könnt ihr euch auch zum Schnuppern anmelden und es finden auch unsere Lehrlings-Events statt, natürlich unter Einhaltung der Covid-Schutzmaßnahmen, insofern nicht der Lockdown verlängert wird. Der Lehrlingsinfotag geht am Samstag, den 30. Jänner von 8.30 Uhr bis 16 Uhr im Werk 3 in Höchst über die Bühne. Und der Lehrlingsinfoabend findet am 19. Februar von 14 bis 18 Uhr hier in Dornbirn im Ausbildungszentrum in Wallenmarkt statt. Ihr könnt euch für beide Veranstaltungen unter www.lehrebeiblum.at anmelden und anschließend erhaltet ihr ein E-Mail mit eurer persönlichen Uhrzeit, zu dem euer geführter Rundgang startet. Eine Tour dauert ungefähr 80 Minuten. Das war's jetzt nun aber wirklich von uns. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch. Pfiat euch.